Wir sind an dem heutigen Exkursionsziel angelangt. Und zwar geht es zu den kleinen Hernersdorfer Steinen. Da oben hinauf. Und was da oben euch erwartet, das werdet ihr dann gleich sehen. Ich bin schon sehr gespannt. Mal was ganz anderes von der Sächsischen Schweiz, als ihr sonst von mir gewohnt seid. Liebe barfuß zu laufen in der Sächsischen Schweiz, deswegen. Wo gibt's denn sowas? Sand, 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 mitten im Wald. Und ein herrlicher Dschungel aus Farnen und Kiefern. Da sind wir vorhin lang gelaufen, um die Höhlen zu suchen. Ja. Und der Felix hat sich jetzt auch dazu entschlossen, wieder die Schuhe auszuziehen. Herzlich willkommen im Club, Felix. Was ganz anderes, wie ihr seht, stehe ich mitten im Sand. Und ich weiß nicht, was man sehen kann, weil ich habe eine Stirnlampe an. Versuch mal hinzuleuchten. So ist gut, oder? So sieht man es gut. Wir befinden uns mitten in einer riesigen Höhle. Vermutlich die Lichterhöhle. Echt sehr schön. Und es ist noch lange nicht alles. Da geht's raus. Felix versucht schon. Nee, das geht nicht daraus, oder? Aber wir sind von da hinten gekommen, durch diesen Eingang hier. Oder? Sind wir da unten durchgekommen, Felix? Nein, doch nicht. Wo sind wir reingekommen? Oh, da unten sind wir reingekommen, genau. Also da vorne ist der Ausgang. Ich und Felix heute als Höhlenforscher unterwegs. Wunderbar. Der Eingang ist sehr unscheinbar. Und das Schöne ist, in der anderen Höhle, wo wir gerade waren, lag so viel Müll. Aber diese wird offensichtlich nicht so oft gefunden. Und wie ihr seht, herrliche Sandsteine wieder. Okay, jetzt so viel zum Höhlenforscher-Video.